أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان Oh Allah, segne für uns den Monat Sha'ban und lass uns den gesegneten Monat Ramadan erreichen. Amin, Rabbil Alamin. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister im Islam, wir wollen heute unsere Reihe fortführen über die Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir hatten bei unserem letzten Unterricht begonnen gehabt, über die Berufung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zum Propheten zu sprechen. Wir haben ganz konkret über das erste Offenbarungserlebnis unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anhand der Überlieferung, welche wir im Sahih-Werk von Imam al-Bukhari finden, sehr ausführlich gesprochen gehabt und haben dieses Ereignis geschildert und haben aufgezeigt gehabt, wie sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor diesem ersten Offenbarungserlebnis zunächst erst einmal zurückgezogen hat in der Höhle Hira. Und dann 6 Monate bevor er die erste Offenbarung erhielt, immer wieder Traumgesichter im Schlaf gesehen hat, welche der Wahrheit entsprachen. Ar-Ru'ya as-Sadiqa. Oder welche auch von den Gelehrten und auch von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam als Rechtschaffene Ru'ya als rechtschaffenes Traumgesicht bezeichnet werden, welches so deutlich gewesen war wie die Morgendämmerung. Und daraufhin haben wir geschildert, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine erste Offenbarung erhielt. Und wir haben uns auch die Frage gestellt gehabt, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine erste Offenbarung über den Engel Jibril in der Gestalt eines Mannes erhalten hat und nicht so, wie es später dann sein sollte, indem Jibril sich auf ihn herablässt, in einer Art und Weise, die uns unbekannt ist, mit ihm Kontakt aufnimmt und ihm dann die Verse offenbart. Und was war der Grund gewesen? Könnt ihr euch noch erinnern? Was hatten wir als Grund erwähnt gehabt, weshalb Jibril gerade bei diesem ersten Erlebnis in der Gestalt eines Mannes kam und nicht in der Gestalt eines Engels und auch nicht auf ihn herab? Das war eine Art Vorbereitung gewesen. Damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch nicht an sich selbst zweifelt oder glaubt, er würde halluzinieren. Er wäre verrückt, weil ein jeder von uns sicherlich wir sind keine Propheten, es wird auch keine Propheten mehr geben, aber jeder Mensch, der in solch einer Situation wäre, würde erst einmal an sich selbst zweifeln und würde das Gefühl haben, es stimmt irgendetwas mit ihm nicht. Ich meine, wie viele Menschen gibt es heutzutage, die behaupten, sie würden irgendetwas sehen, die dann aber in der Psychiatrie enden? Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam langsam an die Sache heranführen, sodass er wirklich eine Gestalt vor sich sah, einen Menschen aus Fleisch und Blut.
der nicht nur mit ihm gesprochen hat, sodass das ebenfalls vielleicht eine Art Vision sein könnte, sondern der ihn drückte, so stark drückte, dass er beinahe daran erstickt wäre. Und ihn dann wieder losließ und zu ihm sprach und dann wieder drückte, dass das auch kein Albtraum sein kann. Ihr kennt das, wenn ihr einen Albtraum habt, manchmal kurz vor dem Einschlafen und dann kriegt ihr keine Luft. Dann steht ihr auf und wacht auf. Und dann seid ihr wieder bei euch, bei Bewusstsein. Und dass er auch weiß, dass es kein Traum gewesen ist, sondern dass er wirklich bei Bewusstsein ist, kam es noch einmal und er drückte ihn und sprach zu ihm. Alle Sinnesorgane des Menschen wurden bei ihm betätigt. Dass es klar für ihn gewesen sein muss, das ist keine Halluzination, das ist nicht eine Vision im Schlaf. Er ist nicht im Halbschlaf, sondern es ist wirklich ein Mensch, der vor ihm steht. Und dies ein drittes Mal tat und ihn drückte und erst dann die ersten Verse vorgetragen wurden. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra' wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Es wurde mit Iqra' begonnen. Er sollte selbst etwas tun. Nochmal ganz wichtig, nicht, dass ihm etwas vorgetragen wurde, sondern er sollte es selbst vortragen, sodass auch nochmal seine Zunge betätigt wurde und er sich sicher sein konnte, das ist kein Traum. Er tut es selbst. Er bewegt seine Zunge dabei. Und wir haben dann darüber berichtet, wie er zu seiner Ehefrau Khadija rannte und wie Khadija radiallahu anha ihm dann Mut machte und seine Angst nahm von ihm und ihm dann beschrieb mit seinen tollen, hervorragenden Eigenschaften, über die wir, haben wir doch letztes Mal darüber gesprochen gehabt, über die wir dann auch gesprochen haben. Innaka latasilu rahim, du warst die Verwandtschaftsbande, wa tasduqul hadith, und du bist ehrlich, wa tahmilul kell, und du trägst denjenigen, der schwach ist, und du erwirbst das Nicht-Vorhandene, das Nicht-Existierende, und du stehst dem Menschen beiseite, wenn sie von einem Schicksalsschlag getroffen wurden. Jemand, der solche Eigenschaften hat, der wird nicht von Allah oder vom Shaitan, vom Satan in irgendeiner Weise in die Irre geführt. Jemand, der so ist, an den traut sich der Shaitan nicht einmal heran. Und dem wird Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt nicht irgendetwas vorführen, um ihn damit dann vom richtigen Weg abzubringen. Man hört es ja immer wieder auch von manchen christlichen Missionaren, die dann sagen, ja, zu Mohammed ist ein Dämon in der Gestalt von Gabriel gekommen. Da hört man bis in die heutige Zeit, muss man sich ja vorstellen, bis in die heutige Zeit wird immer wieder dieses Argument genannt. Ja? Ein Dämon kam zu Mohammed, ja? Mit solch einer Botschaft, welche 1,5 Milliarden Menschen inspiriert. Was war das für ein Dämon gewesen? Ja, den will ich mal sehen, diesen Dämon. Ja? Diesen Satan will ich mal sehen. Ja? Der dann dem Menschen eine solche Schrift offenbart, wo der Mensch lesen soll, wo seinen Verstand benutzen soll, wo er das Gefühl hat, Gott nahe zu sein, wo er Spiritualität empfindet, wo er fünfmal am Tag beten muss, wo er nicht stehlen darf, wo er keine Unzucht begehen darf, wo er ehrlich sein muss. All das ist von einem Dämon. Mashallah, was für ein Dämon. Ja? Wenn alle Dämonen so wären, würde man sich wünschen, dass immer ein Dämon zu einem kommt. Ja? Ja, so einen Dämon will ich auch haben, der mir immer das eingibt. Ja? Steh mal auf zum Tahajjud-Gebet für dich. Alhamdulillah, wie gesagt, aber der sagt genau das andere, der Dämon. Ja? Der kommt zu dir, der Shaitan, und sagt, guck mal bis in die Nacht Netflix, ja? Und dann wirst du eben nicht aufstehen zum Tahajjud-Gebet. Ja? Das ist das, was der Shaitan macht. Der Shaitan will dich nicht beten lassen. Der Shaitan will auch gerade, dass du Alkohol trinkst. Der Shaitan will auch gerade, dass du Zina machst. Das ist doch das, was dem Shaitan Spaß macht. Darüber freut er sich doch. Aber was sagt Allah Ta'ala? Genau das Gegenteil. Das soll ein Dämon gewesen sein. So einen will ich auch haben. Und auf jeden Fall haben wir dann berichtet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann, wie gesagt, zu seiner Frau ging und sie mit ihm zu ihrem Cousin ging, der hebräischen Sprache mächtig gewesen war und der das Christentum angenommen hatte, Waraqa ibn Naufal, und der dann zu ihm sprach und sagte, das ist die Offenbarung, die schon zuvor Musa alaihi salam erhalten hat. Die große Offenbarung, An-Namus al-Akbar. Hätte ich doch bloß Kraft, damit ich an deiner Seite stehen kann, wenn dein Volk dich vertreiben wird.
Werden Sie mich etwas vertreiben? Aus welchem Grund sollten Sie so etwas tun? Ja, keiner ist zuvor mit dem gekommen, womit du gekommen bist, außer, dass er von seinem Volk angefeindet und vertrieben wurde. Und jetzt heißt es, ثُمَّ فَتَرَ الْوَحِي. Was heißt denn ثُمَّ فَتَرَ الْوَحِي? Was heißt denn فَتَرَ? يعني إيه ثُمَّ فَتَرَ الْوَحِي يا أصحاب العربية. Was heißt das? أيوة بالضبط. وقف لمدة. توقف. Und dann kam es plötzlich zu einer Pause. Es gab keine weitere Offenbarung. Das war ein einmaliges Erlebnis gewesen. Und dann plötzlich gar nichts. Wie lange kam gar nichts? Darüber gibt es sehr weit auseinandergehende Meinungen unter den Sira-Gelehrten, die sich damit beschäftigt haben. Manche sprechen von 2,5 Jahren. Aber das ist viel zu viel. Weil wenn wir die gesamte Sira dann uns anschauen, dann sehen wir, dass alles relativ schnell hintereinander in Abfolge gewesen ist. Manche sprechen von 1,5 Jahr, aber auch hier glaube ich, dass das zu viel ist. Und manche sprechen von 40 Tagen. Und das kommt schon der Wahrheit etwas näher und ist auch realistischer. Weil man kann sich kaum vorstellen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 2,5 Jahre plötzlich allein gelassen wurde. Dann hätte er wahrscheinlich wirklich an sich gezweifelt. Es wird überliefert bei Al-Bukhari, aber das gehört zu den sogenannten Balaghat. Was sind denn die sogenannten Balaghat-Hadithe? Das ist ein Begriff, den man vielleicht kennen sollte. Was sind denn die Balaghat? Habt ihr das schon mal gehört? Al-Balaghat? Balaghat al-Zuhri. Ja? Balaghat al-Imam Malik. Balaghat bedeutet, kommt von dem Wort Balaghani. Also zu mir ist die Nachricht, die Kunde gekommen. Balaghani. Und die Balaghat sind Überlieferungen, wo dann der Gelehrte sagt, mir ist zu Ohren gekommen, dass dies und jenes geschehen ist. Aber ohne wirklich eine Überliefererkette, einen Isnad zu erwähnen. Und auf jeden Fall wird dann bei Al-Bukhari dann unter anderem gesagt, dass jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das gehört zu dem Balaghat, ganz wichtig, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so verzweifelt gewesen war in dieser Zeit, wo er keine Offenbarung erhielt, dass er auf einen Berg stieg und sich hinunterschmeißen wollte, also in dem Sinne Selbstmord begehen wollte, Suizid begehen wollte, und der Engel ihn dann daraufhin davon abgehalten hat. Viele Gelehrte zweifeln diese Überlieferung zu Recht aus meiner Sicht an. Sie zweifeln ihn an, weil dies in gewisser Weise der Isma unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam widersprechen würde. Und was heißt Isma? Was bedeutet das Wort Isma? Ja, bil-Almani? Barakallahu fik. Er macht nicht so fehlerfrei. Also die Propheten sind frei von großen Sünden. Die Propheten sind frei von großen Sünden. Sie können Fehler machen. Das wird auch im Koran berichtet von unterschiedlichen Propheten. Aber diese Fehler sind erstens nicht vorsätzlich und zweitens, und das ist ganz, ganz wichtig, handelt es sich meistens darum, dass sich die Propheten für etwas entscheiden, was Allah so nicht entschieden hätte. Dass sich die Propheten für etwas entscheiden, was Allah so nicht entschieden hätte oder was nicht der Vollkommenheit entspricht. Aber für den Propheten als Fehler gilt. Kennt ihr Beispiele aus dem Koran, wo Allah Ta'ala uns von Propheten berichtet, die einen Fehler gemacht haben, der unter anderem auch im Koran als Dhanb, als Sünde bezeichnet wird, aber wir das als Fehler in dem Sinne verstehen müssen. Kennt ihr ein Beispiel? Auch von anderen Propheten vielleicht. Yunus beispielsweise. Yunus alaihi salam. Absolut richtig. Yunus alaihi salam, was hat er gemacht? Er hat sich von seinem Volk entfernt, bevor Allah Ta'ala ihm die Erlaubnis gegeben hat. Er hat es nicht gemacht, um sich gegen das Gebot Allahs zu stellen, sondern er dachte,
dass Allah Ta'ala über sein Volk geurteilt hätte und sie ohnehin zu den Vernichteten und den Verlorenen gehören, hat sich dementsprechend dann von ihm distanziert. Und Allah Ta'ala hat ihm aufgezeigt, dass er einen großen Fehler begangen hat. Und dementsprechend kam dann die Geschichte mit dem Walfisch. Und wir kennen ja dieses schöne Dua von Yunus alayhi salam: La yudhannuni idh dhahaba mughadiban. Und Dhunnun, Yunus alayhi salam, als er, ja, voller Zorn sich von seinem Volk distanzierte. Idh dhahaba mughadiban fanada fi dhulumat. Und er rief dann in den Finsternissen, in der Finsternis der Nacht und der Finsternis des Meeres und der Finsternis des Walfisches. Drei Finsternisse. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Es gibt keinen Gott außer dir. Gepriesen seist du. Ich gehöre zu den Ungerechten. Ich habe Unrecht begangen. Und viele andere Geschichten, wir wollen das nicht zu sehr in die Länge ziehen, von anderen Propheten, Musa a.s., auch Ibrahim a.s., Nuh a.s. Also gibt es viele Beispiele, sogar von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es Stellen im Koran, wo er getadelt wird für eine Entscheidung, die er getroffen hat, die Allah Ta'ala so nicht getroffen hätte, wo Allah ihn dann auf diesen Fehler oder diese Fehlentscheidung hingewiesen hat. Wie beispielsweise mit dem Blinden, als er zu ihm kam und er sich von ihm abwandte, nicht um ihn zu kränken, sondern um Da'wah zu machen mit den anderen. Aber Allah hat ihm aufgezeigt, du hast hier die falschen Prioritäten gesetzt. Und auf jeden Fall, damit wir zurück zum Thema kommen, diese Überlieferung, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auf einen Berg stieg und sich dann hinunterwerfen wollte, ist wahrscheinlich nicht authentisch. Aber, und das ist das Wichtige hier, sie zeigt uns etwas sehr Wichtiges auf. Selbst wenn wir sagen, er ist nicht auf den Berg gestiegen, hat sich nicht hinuntergeschmissen oder es versucht, zeigt uns diese Überlieferung den Gemütszustand unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser Phase auf. Und er zeigt uns noch einmal auf, dass er ein Mensch gewesen ist. Ganz wichtig, diese Überlieferung zeigt uns noch einmal auf, dass er ein Mensch gewesen ist, der genauso Emotionen hatte, genauso Gefühle hatte, genauso Ängste hatte, wie jeder andere Mensch auch. Und der in dieser Zeit das Gefühl hatte, er wurde im Stich gelassen. Allah hat sich doch von ihm abgewandt. Das war wahrscheinlich doch nur Halluzination gewesen. Es war zwar so deutlich, aber wie kann es sein, dass ich jetzt allein gelassen werde? Und Zweifel bekam, ob das wirklich ein Engel von Allah gewesen war. Und das ist ganz wichtig für uns, wenn wir auch auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister im Islam, Da'wah machen, die Menschen einladen, dass wir auch wissen, dass das dazugehört. Das ist menschlich, es ist nicht schlimm, wenn jemand mal Zweifel hat. Es ist nicht schlimm, wenn jemand mal auch dann Ängste hat und nicht weiß, ob er wirklich alles richtig gemacht hat, ob das eine richtige Entscheidung gewesen ist oder nicht. Ich muss immer wieder als Muslim, gerade auch wenn ich in diesem Bereich tätig bin, wenn ich ein Rufer zu Allah bin, muss ich immer wieder auch reflektieren, mir Gedanken machen. Und ich muss auch wissen, dass es Momente geben kann, wo ich auch das Gefühl habe, alleingelassen zu werden. Aber, alleingelassen worden zu sein, aber ich darf niemals die Hoffnung verlieren. Ich darf niemals glauben, dass Allah Ta'ala mich wirklich im Stich gelassen hat. Ängste sind natürlich, gehören dazu. Aber niemals darf ich glauben, dass Allah Ta'ala mich voll und ganz im Stich gelassen hat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dein Herr hat sich nicht von dir verabschiedet, noch hat er dich alleingelassen. Das sind ja die Verse, die dann später auch herabgekommen sind. Nicht direkt, aber später. Und jetzt, nach circa einem Monat, 40 Tagen, wir wissen es nicht ganz genau. Eines ist sicher, es gab einige Tage, wo er keine Offenbarung mehr erhielt. Jetzt hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam genügend Zeit gehabt, dieses unglaubliche und einmalige Ereignis in seinem Leben zu verarbeiten. Sich ausreichend Gedanken zu machen.
sich damit zu beschäftigen, vielleicht noch mehr zu meditieren, sich noch mehr Allah zuzuwenden. Und jetzt, während unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gerade auf dem Weg befindet, kommt das zweite Offenbarungserlebnis. Diesmal noch gewaltiger. Diesmal noch größer. Diesmal noch überwältigender. Und zwar, bei diesem Male hat sich Jibril alayhi salam in seiner ganzen Pracht und in seiner wahren Gestalt dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam gezeigt. Lasst uns mal diese Überlieferung anschauen, die ich gerade jetzt hier nicht finde. Wenn nicht, dann muss ich sie aus dem Kopf sagen, inshallah ta'ala. Aber ich hätte sie gerne jetzt vor mir. Wo der Prophet sallallahu alayhi wasallam von seinem zweiten Offenbarungserlebnis berichtet. Einen ganz kleinen Moment. Warum ist das jetzt nicht da? Ajib. Ja, hier. Ich hatte die ganze Seite aufgeschlagen. Und zwar finden wir diese Überlieferung ebenfalls bei Sahih al-Bukhari. Und zwar wird Folgendes überliefert. Von Jabir ibn Abdillah, der über diese Pause der Offenbarung gesprochen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Baina ana amshi, iz sami'tu sawtan min as-sama'. Während ich gerade unterwegs bin, höre ich plötzlich eine Stimme aus dem Himmel. Farafa'tu basari. Woraufhin ich meinen Blick erhob, فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Und ich sehe plötzlich den Engel, der zu mir in Hira gekommen ist. Wahrscheinlich wusste das der Prophet, dass er das ist, obwohl er beim ersten Mal in der Gestalt eines Mannes zu ihm kam. Und plötzlich sehe ich den Engel, der zu mir in die Höhle Hira gekommen ist, in Klammern, in der Gestalt eines Mannes, جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, sitzend auf einem Stuhl zwischen Himmel und Erde. Also er hat den gesamten Horizont bedeckt mit seiner Gestalt. فَرَعِبْتُ مِنْهُ, ich bekam Angst. فَرَجَعْتُ, und ich kehrte zurück zu meiner Familie. فَقُلْتُ زَمِّلُونِ, bedeckt mich noch einmal, wie beim ersten Mal. Zambiluni, aber jetzt war das Erlebnis noch gewaltiger gewesen. Fa'anzalallahu ta'ala, woraufhin Allah ta'ala jetzt diese erste Offenbarung, wie es dann immer kommen sollte, auf ihn herabsandte über Jibril alayhi salam. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahhir, wa rujza fa'hjur. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Und dann heißt es فَحَمِّيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعْ. Und ab diesem Zeitpunkt gab es immer wieder regelmäßig Offenbarungen. Die meisten Gelehrten sagen, dass es sich hierbei um die zweite Offenbarung handelt. Es gibt noch andere Meinungen, dass die zweite Offenbarung وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى gewesen sein soll. Aber diese Überlieferung ist absolut authentisch. Sie ist bei Al-Bukhari. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass dies wirklich auch das zweite Offenbarungserlebnis ist. Und das macht auch Sinn. Wir haben erst einmal nur das Traumgesicht. Träume. Dann kommt Jibril in der Gestalt eines Mannes. Und jetzt kommt Jibril alayhi salam in seiner wahren Gestalt. Und die Verse passen auch dazu, das zweite Offenbarungserlebnis zu sein. Weil beim ersten Mal war ihm klar gewesen, er ist ein Prophet. Es wird ihm etwas offenbart, und wir kommen gleich auf die Bedeutung von Offenbarung zu sprechen. Und beim zweiten Mal gibt es jetzt konkrete Handlungsanweisungen,
für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du hast jetzt genügend Zeit gehabt, O Muhammad, um dich damit auseinanderzusetzen. Jetzt kommt die Zeit des Handelns. Du weißt jetzt, dass du ein Gesandter Gottes bist. Aber das allein reicht nicht aus, dass du es weißt. Sondern du musst dementsprechend auch etwas tun, indem du dich nämlich an die Menschen richtest. Ganz wichtig für einen jeden Muslim. Wenn du einfach nur ein Muslim sein möchtest für dich selbst, kannst du das gerne tun. Deine Familie, das ist alles super, schön. Aber wenn du etwas, ein besonderer Muslim sein möchtest, dann solltest du jemand sein, der diese Botschaft, die er verinnerlicht hat, auch versucht, an andere Menschen weiterzugeben. Und dementsprechend, wir haben die Gelehrten unterschieden zwischen einem Nabi und einem Rasul. Die Gelehrten sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam durch Iqra, also durch die erste Offenbarung, zu einem Propheten wurde. Nubbi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi Iqra wa ursila bi ya ayyuhal muddathir. Und zu einem Gesandten wurde er durch Ya Ayyuhal Muddathir. Was ist der Unterschied zwischen einem Propheten und einem Gesandten? Einem Nabi oder Nabi, beides ist richtig. Und einem Rasul. Was ist der Unterschied? Ja. Okay. Also ein Rasul ist jemand, der die Botschaft Gottes trägt, ja? Gut. Ja, Schwestern, habt ihr Ideen? Ja, sind gerade beschäftigt. Ja? Der Gesandte ist einer, der die Botschaft vermittelt. Ja, so in diese Richtung geht es. Also ein Nabi ist zunächst erst einmal jemand, der eine Offenbarung Gottes erhält. Unabhängig davon, ob er eine bestimmte Botschaft hat, die er an die Menschen übertragen muss oder nicht. Die er übermitteln muss oder nicht. Verkünden muss oder nicht. Natürlich ist ein Nabi immer eine besondere Persönlichkeit. Aber es kann sein, dass jemand ein Nabi ist, ohne dass er einen gewissen Auftrag hat. Ein Rasul ist jemand, der wie ein Nabi eine Offenbarung hat. Nubbi'a, also er kriegt eine Nachricht von Gott. Ja? Und gleichzeitig hat er die Aufgabe, eine gewisse Botschaft an ein Volk zu richten. Und dementsprechend erhält er bestimmte Gebote, die ein Nabi nicht erhält. Und deswegen sagen auch viele Gelehrte, ein Rasul hat automatisch immer eine ganz konkrete Botschaft, eine Offenbarungsschrift. Während ein Nabi nur eine Offenbarung hat und in der Regel das bestätigt, was vorher ein Rasul offenbart bekommen hat an Botschaft. Da gibt es leichte Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, aber das soll uns nicht weiter beschäftigen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang was? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier mit dem zweiten Vers gleich einen ganz konkreten Auftrag von Allah erhalten hat, nämlich wirklich sich an die Menschen mit dieser Botschaft zu richten. Und welche Ehre ist es für mich als Muslim, in die Fußstapfen eines Propheten treten zu können und eines Rasuls treten zu können, indem ich nämlich seine Botschaft ebenfalls an die Menschen verkünde, ihm verkünde und an sie übermittle. Alladhina yuballighuna risalatillah. Jene, welche die Botschaften Gottes verkünden. Und ihm gegenüber Ehrfurcht haben. Und niemandem anderen gegenüber Ehrfurcht haben als gegenüber Allah. Guck mal, Allah Ta'ala, er spricht hier über den besten Muslim überhaupt. Den Supermuslim. Du kannst dazugehören, sowohl du als Bruder als auch du als Schwester. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Und wer sagt Besseres als jemand, der zu Allah einlädt? Das ist die erste Eigenschaft. وَعَمِلَ صَالِحًا. Und rechtschaffen handelt, das natürlich mit seiner Tat bestätigt. Nicht nur einfach immer die Leute einladen, aber ein ganz anderes Leben führen.
Das nennt man Bigotterie. Das nennt man Heuchelei. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Und sagt, ich gehöre zu den Gottergebenen. Das sind die besten Menschen bei Allah. Und jeder von uns kann zu ihnen gehören. Jeder hat die Möglichkeit. Indem ich in die Fußstapfen des Propheten trete, der jetzt diese Aufgabe bekommen hat. Weil nach ihm wird es keinen anderen Propheten, keinen anderen Gesandten geben. Also es liegt in unserer Verantwortung, die Botschaft Allahs weiterhin zu verkünden. Und die Menschen nahe zu bringen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde also durch diese ersten Verse in Surat al-Muddathir jetzt zu einem Gesandten. Und was besagen diese Verse? Die sind unglaublich wichtig, diese Verse. Unglaublich wichtig. Weil sie zeigen uns im Grunde genommen auf, wie ich als Da'iya, als jemand, der zu Allah einlädt, sein sollte und wie ich mich verhalten sollte. Und zwar zunächst erst einmal der Aufruf. Ya ayyuhal. Dieses Ya ayyuhal nennt man im Arabischen Munad Adat Nida. Und zwar das ist die stärkste Form von Ruf. Das ist ein Rufpartikel. Und das ist die stärkste Ausdrucksweise, um jemanden zu rufen. Es gibt verschiedene Arten von Rufpartikeln im Arabischen. Im Deutschen kennt man ja in der Regel nur O. O so und so. Im Arabischen kennt man Ä. Einfach nur Ä. Also dass ich zum Beispiel Adam. Also O Adam. Ja? Ich kann auch sagen einfach nur Ya Adam. Ja? Und dann kann ich natürlich sagen Ya Ayyuhal. So und so. Das ist dann die stärkste Form. Und Allah Ta'ala, er spricht hier unserem Propheten, er ruft unserem Propheten mit der stärksten Form, die man überhaupt benutzen kann in der arabischen Sprache, um jemanden zu rufen. Ya ayyuhal muddathir. Oh, so richtiges langes O. Ja, kennt ihr was anderes im Deutschen außer O? Nein. Ja? Also mir ist es nicht bekannt. Ja? Also ein langes O. Oh, du Bedeckter. Ya ayyuhal muddathir, der sich selbst bedeckt. Allah Ta'ala erweckt ihn auf, weil er kam ja zu uns und sagte, bedeck mich jetzt, reicht, halas. Es ist vorbei mit dem Bedecken. Es ist vorbei mit der Ruhe. Jetzt kommt die Arbeit. Und ich glaube, dass wir auch manchmal diesen Ruf benötigen. Manchmal brauchen wir diesen Ruf und der hilft, subhanallah. Der hilft wirklich, manchmal hilft so ein Ruf, dass einfach jemand kommt und dich aufweckt und sagt, Bruder, Schwester, die Zeit des Schlafens ist vorüber. Das Leben ist kurz, nutze dein Leben und versuch etwas für Allah zu machen. Weil das ist das Einzige, was du mitnehmen wirst. Das ist das Einzige, was du mitnehmen wirst. Ich war vor ein paar Tagen in Stuttgart gewesen und da habe ich einen Bruder getroffen. Alhamdulillah, der meinte, er hat einmal einen Vortrag gehört von jemandem und seitdem er diese Worte gehört hat, die verschickt er auch an jeden, ist er aktiv und er ist wirklich aktiv, mashallah. Manchmal braucht man so eine Klatsche. Steh auf, es reicht. Du kannst später immer noch schlafen. Jetzt ist die Zeit des Tuns. Jetzt ist die Zeit des Arbeitens. Das ist die Einstellung, die ein Muslim haben sollte, ein praktizierender Muslim. Leider schlafen wir viel zu viel. Ja, teilweise verschlafen wir unser Leben. Aber das Einzige, was du mitnehmen wirst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, sind genau diese Sitzungen, diese Taten, dass ich etwas Gutes tue für die Gemeinschaft, etwas Gutes tue für meinen Glauben. Das ist das Einzige, was ich mitnehmen werde. Alles andere, was du gearbeitet hast, was du gegessen hast, wo du Spaß gehabt hast, das, Alhamdulillah, genieß es, aber das wirst du nicht mitnehmen können. Das hast du hier gelassen. Das Einzige, was du mitnehmen wirst, sind genau diese Dinge, wo du etwas Gutes getan hast, für die Menschheit etwas Gutes getan hast, für deinen Glauben etwas Gutes getan hast, für Allah subhanahu wa ta'ala. Das wirst du mitnehmen. Und deswegen, wach auf. Die Zeit ist knapp. Und es gibt viele Dinge, die uns ablenken. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt gerade die Jugend. Gerade die Jugend, dass sie nicht zu lange schlafen, im übertragenen Sinne. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, irtanim khamsan qabl khams. Nutze 5 vor 5. 5 vor 5. Ich bin jetzt 39 Jahre alt und ich merke, ich habe diese 1,5. Nur ein Jahr, ehrlich war ein Jahr, ist dieser Allahu a'lam, wie dieses Jahr gibt, ja, dann ist die Zeit der Jugend vorbei, khalas. Ja? 5 vor 5. Ja? Shababak qabla haramik. Deine Jugend vor deinem Alter. Wa faragaka qabla shughulik.
und deine Freizeit, bevor du keine Zeit mehr hast. Familie, Arbeit und so weiter und so fort. Sihatak qabla maradik. Deine Gesundheit vor deiner Krankheit. Hayatak qabla mamatik. Dein Leben vor deinem Tod. Du weißt nie, wann der Todesengel zu dir kommen wird. Oder? Du weißt nie, wann der Todesengel zu dir kommen wird. Und was ist Nummer 5? Was ist Nummer 5? Rinaka qabla faqrik. Dein Reichtum vor deiner Armut. Der Prophet weckt uns auf. Nutzt diese Zeit. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit. Macht etwas aus eurem Leben. Ja, eyyuhal mudaththir. Oh du, der sich bedeckt hat. Khalas, es ist vorbei mit den Bedecktheiten. Jetzt ist die Zeit, wo ich etwas tun muss. Qum, steh auf. Qum, steh auf aus deiner Raffle, deiner Unachtsamkeit. Steh auf, wach auf endlich aus deinem Schlaf, deinem Dornröschenschlaf. Jetzt ist die Zeit, um was zu machen. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Und ich will mich da überhaupt nicht ausschließen, im Gegenteil. Ja? Das ist wirklich eine Ermahnung an uns alle, in erster Linie an mich selbst. Hand aufs Herz, ja? Wie viel verschlafen wir, indem wir uns jeden Schrott reinziehen. Und jetzt gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, um sich wirklich jeden Schrott reinzuziehen. Ja, es gibt mittlerweile Netflix und was ich, was da noch alles gibt, ja, wo man sich alle Serien 24 Stunden lang anschauen kann. Und wie viele Jugendliche verbringen ihre ganze Freizeit nur mit Serien? Nur! Oder? Ganz ehrlich, oder? Ist es nicht das, was momentan passiert? Und es kommt eine Serie nach der anderen, das hört gar nicht mehr auf. Du kommst gar nicht mehr hinterher, so viele Serien gibt es. Und dann die Trailer, oh, irgendwelche Supermänner, Superfrauen, weiß ich nicht was. Und das ist natürlich interessant, ja? Ich will auch ein Superman sein. Du kannst ein Superman sein, eine Superfrau sein, aber im realen Leben. Das, was du da siehst, das ist nur Fiktion. Du kannst wirklich zu einem Superman werden. Und ich sage euch eine Sache, nur derjenige wird zu einem Superman und zu einer Superfrau, der seine Zeit nutzt. Das sind diejenigen, welche die Welt verändern werden. Diejenigen, welche sich berieseln lassen durch solche Serien, 24 Stunden. Ich sage nicht, dass man keine Serien gucken soll. Das meine ich damit nicht. Ich sage nur, wir müssen unsere Zeit besser nutzen. Unsere Zeit besser nutzen. Und es ist einfach eine Krankheit, dass manche wirklich teilweise 4, 5, 6 Stunden täglich mit Serien beschäftigt sind. Und es ist unübertrieben, das wissen wir auch. Unübertrieben. Und da müssen wir einfach an uns arbeiten und sagen, nein, ich will etwas in meinem Leben erreichen. Ich möchte aufstehen, etwas tun. Ich habe eine größere Vision, als dass ich einfach nur meine Zeit verschwende und davon träume, ein Superheld zu sein. Ich kann selbst einer sein. Ich muss nur etwas dafür tun, meine Zeit nutzen. Komm, steh auf, veranzir und warne. Warne dein Volk. Richte dich mit dieser Botschaft an dein Volk. Warne sie vor einem Tag, der kommen wird, wo jeder Einzelne zur Rechenschaft gezogen wird. Wo Allah uns alle befragen wird nach unserer Zeit. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt: "Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'a." Die Füße und Beine eines Sohnes oder eines Sohn Adams werden sich nicht am jüngsten Tag von der Stelle bewegen, bis er nicht über 4 Dinge befragt wird. Was sind diese 4 Dinge, über die der Mensch befragt wird am jüngsten Tag? Was sind diese 4 Dinge? Ja. Ja, also dein Vermögen, das kommt ein bisschen später. Ja, wie er es ausgefiel, mit einer Ktesaba huwa fima anfaqa. Steht an dritter Stelle, das, wie du dir dein Geld, dein Vermögen angeeignet hast und wie du es ausgegeben hast. Und was ist noch? Ganz wichtig. Nicht die Zeit, sondern an umrike. An awashi. Das erste ist was? Hat der Yusuf al-Auba. An umrike. An umrike fima. An umrike fima afna. Wa an shababihi fima abla. Wie du dein Leben genutzt hast und wie du deine Jugend genutzt hast. Und dann das Vermögen. Und dann über das Wissen, was du daraus gemacht hast. Wir wissen Bescheid. Ich glaube nicht, dass es uns an Wissen fehlt. Das Wissen haben wir. Nur die Frage ist die, was machen wir aus diesem Wissen?
Das ist die Frage. Und jetzt, قُمْ فَأَنْذِرْ, warne die Menschen. Geh auf sie zu, zeig ihnen auf, dass du ein Gesandter Gottes bist. Was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sofort getan hat. Er hat sich sofort an seine Verwandten, den Menschen, denen er vertrauen konnte, nicht alle Verwandten, aber denen er vertrauen konnte, hat er sich gewandt. Er hat mit ihnen gesprochen. Und viele von ihnen, denen er vertraut hatte, haben auch sofort den Islam angenommen, wie wir inshallah ta'ala dann wahrscheinlich beim nächsten Mal sehen werden. Und dann, ganz wichtig, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, und verherrliche einzig und allein deinen Herrn. Lass vom Götzendienst ab und wende dich voll und ganz Allah zu, weil Allah dich genau aus diesem Grund erschaffen hat, um ihn zu verherrlichen, um dich ihm zuzuwenden und um dich, sozusagen, dass du dich seinem Willen fügst. Das ist der Islam. Der Islam ist nichts anderes, als dass wir das befolgen, was Allah Ta'ala von uns verlangt hat. Allah steht überall. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er möchte, dass wir seine Gebote befolgen. Er möchte, dass wir uns dem fügen, freiwillig. Allah Ta'ala hätte uns auch zu Engeln machen können, dass wir das müssen. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Er wird nicht danach gefragt, was er tut. Ich meine ganz ehrlich, ein Diktator unter den Menschen, muss der irgendjemanden fragen, wenn er was machen möchte? Muss er nicht, oder? Er macht, was er will. Tut und lässt, was er möchte. Das ist ein Mensch. Jetzt stellt euch mal vor, der Schöpfer dieses Universums, muss er irgendjemanden um Erlaubnis bitten, wenn er was machen möchte? Nein. Aber Allah ist gerecht, er ist barmherzig. Er würde niemals etwas von uns verlangen, was unrecht wäre. Er könnte es theoretisch, aber er macht es nicht. Ya ibadi, o meine Diener, inni harramtu dhulma ala nafsi, ich habe mir selbst das Unrecht verwehrt. Guck mal, wie das ausgedrückt wird. Ich habe mir selbst das Unrecht verwehrt. Also ich könnte theoretisch ungerecht sein, aber ich bin es nicht. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا, und habe es unter euch für verboten erklärt, so tut einander kein Unrecht. Und dementsprechend unsere Aufgabe ist es, dass wir Allah verherrlichen, indem wir bereit sind, seine Gebote zu befolgen, indem wir uns ihm allein zuwenden. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod sind für den Herrn der Welten, für Allah, den Herrn der Welten, la sharika lah, er hat keinen Partner. Wa bidhalika umirt, und dies wurde mir befohlen. Wa ana awwalul muslimin, und ich bin der Erste der Gottergebenen. Gottergebenheit. Ich weiß, dass heutzutage einige mit diesem Begriff hadern, ergeben, so Zwang. Kann Gott mir, ich bin doch ein freier Mensch. Ja, was ist das denn, bitteschön? Wie kann Gott von mir irgendetwas verlangen? Doch, er kann es. Er kann es. Wer bist du und wer ist Allah? Du bist nicht einmal ein Krümel in diesem Universum. Und willst du dich über Allah stellen? Allah hat etwas von sich in dir eingehaucht. Von seiner Ruh. Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte dich erhöhen, indem er dir den freien Willen gegeben hat. So stell dich nicht über denjenigen, der dir diese Möglichkeit gegeben hat. Allah, er möchte, dass du dich ihm freiwillig zuwendest. Dann tu es auch. Aber manche Leute sagen, nein, wozu? Und sie haben ein komisches Verständnis vom Islam, in dem sie nämlich glauben, dass der Mensch und der Muslim im Grunde genommen eigentlich gar kein Diener Gottes ist. Doch, du bist ein Diener Gottes. Ob du es willst oder nicht, ob du es akzeptierst oder nicht. Aber Allah, er gibt dir die Möglichkeit, dich frei zu entscheiden, ob du freiwillig seine Gebote befolgst, so wie es Allah von dir verlangt hat. Oder ob du es dann eben nicht freiwillig tust, das ist an dir überlegt. Obliegt dir. Aber am Ende sind wir alle dazu aufgefordert, es zu tun, weil es nämlich in unserem Sinne ist. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Gleich an nächster Stelle. Und reinige dein Gewand. Was ist damit gemeint mit reinige dein Gewand? Was versteht ihr darunter? Reinige dein Gewand. Tahara, Reinheit, okay. Das könnte man wörtlich so verstehen. Was könnte denn damit noch gemeint sein? Reinige dein Gewand. Das Ablegen der Sünden, sehr schön. Ja, was noch? Ja, sehr schön. Ja, dass ich sozusagen von meinem Charakter her, ja, dann geläutert und gereinigt bin. Ja, was noch?
stärker nach außen tritt, okay. Vielleicht aber nicht nur das Äußere reinigen, sondern das äußere Gewand ist auch im Arabischen ein Ausdruck für das Innerliche. Guck mal, was Allah Ta'ala im Koran sagt in Bezug auf die Hajj. وَتَزَوَّدُ Nee, Quatsch, das ist ein anderer Vers. Entschuldigung. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ Ja, und das Kleid des Gottesbewusstseins ist besser. وَلِبَاسُ التَّقْوَى Allah Ta'ala, er beschreibt die Gottesfurcht als was? Als Libas. Warum? Obwohl es auch etwas ist, was aus dem Herzen kommt. Aus welchem Grund beschreibt Allah das, die Gottesfurcht als Gewand und als Kleid? Als Schutzschild? Ja, aber es ist ja etwas, was im Herzen ist. Warum aber jetzt Libas? Ja. Genau, das ist der wichtige Punkt. Die Taqwa bleibt nicht im Herzen, sondern sie kommt immer zum Vorschein. Die Taqwa kommt immer zum Vorschein. Jemand, der behauptet, ein Taqi zu sein, ein gottesfürchtiger, ein gottesbewusster Mensch, aber man das nicht erkennt, der ist nicht gottesfürchtig. Jemand, der behauptet, er sei gottesfürchtig, aber er lügt, er betrügt, weiß ich nicht was, das ist nur eine Behauptung. Das muss man erkennen können. Und deswegen, وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ Damit ist natürlich das äußere Gewand gemeint, die Sauberkeit, die Reinheit. Etwas, womit der Islam auch gekommen ist, das darf man nie vergessen. In einer Wüstengesellschaft, wo Wasser eher rar ist, wird man aufgefordert, sich zu reinigen. Ganz wichtig. Was für viele Kulturen lange Zeit ein Fremdwort gewesen ist. Auch die Kultur, in der wir leben. Was erst später gekommen ist. Dass man sich regelmäßig wäscht und so weiter und so fort. Da kommt der Islam gleich von Anfang an und reinige dein Gewand. Nach außen sollst du auch sauber sein. Aber nicht nur das äußere Gewand, sondern viel wichtiger ist was? Das Gewand, was aus meinem Inneren kommt. Eine Art Ausstrahlung. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Dass ich meinen Charakter reinige. Dass ich die Menschen gut behandle. Dass ich fromm bin, dass ich rechtschaffen bin. Dass ich mich innerlich läutere. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Gleich, subhanallah, gleich an dritter Stelle. Und dann وَالرُّجَزَ فَهْجُرْ Und mit Rujas, Rujas ist eine Art Gräuel, Dreck, Schmutz. Und damit ist, wie die meisten Interpretatoren und Exegeten sagen, der Götzendienst gemeint. Und lasse vom Götzendienst ab. Alles, was den Monotheismus, den Eingottglauben, der die Zuwendung zu Allah befleckt, davon lass ab. Und damit ist nicht nur der äußere Götzendienst gemeint, dass ich mich vor eine Götze niederwerfe, sondern auch das, was aus dem Herzen kommt. Dass ich in meinem Herzen nicht zwei Gottheiten oder drei Gottheiten habe. Dass ich nicht anfange, meine Neigungen anzubeten. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى Hast du nicht jenen gesehen, der sich seine Neigung zum Gott gemacht hat? Es gibt Menschen, die beten ihre Neigungen an. Und dementsprechend, Allah Ta'ala, er verlangt von uns und von unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ganz konkret, von jeglicher Form des Götzendienst fern zu bleiben. وَالرُّجَزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Was heißt das, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Was heißt denn, men? Und dann das vorhält und die Nase reibt. Genau. Ich gebe jemandem etwas und reibe es ihm unter die Nase. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Ja, dass du dich versuchst zu bereichern, dass du dafür etwas erwartest, dass du für das, was du tust, für die Verkündung der Botschaft irgendwie eine Gegenleistung bekommst. Allah Ta'ala, er beschreibt alle Propheten im Koran womit? Damit, dass sie gesagt haben, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Sprich, ich möchte von euch keinen Lohn für das, was ich tue. Mein Lohn liegt ausschließlich bei wem? Beim Herrn der Welten. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Leute aus Medina, bevor er nach Medina auswanderte und die Hijra machte, als er sie um sich versammelte und sie ihm den Treueeid geben sollten, die Bay'ah, was haben sie zu ihm gesagt? Er hatte viel von ihm verlangt.
dass sie ihn unterstützen sollen, dass sie spenden sollen, dass sie sogar ihn verteidigen sollen, wie sie ihre eigenen Familien verteidigen würden. Und dann fragte einer, o Gesandter Allahs, und was ist, wenn wir diesen Treueeid geben sollten? Was bekommen wir dafür? Was sagte er? Was sagte er? Was bekommt, was ist die Gegenleistung? Al-Jannah, einfach nur Al-Jannah. Das reicht auch, wir wollen keine Dunya haben. Ich will nicht profitieren persönlich, mit dem ich die Leute etwas erzähle über, weiß ich nicht, den Glauben und dann mich bereichern oder irgendeinen Ruhm erlangen oder weiß ich was. Ja? Das geht nicht. Einmal kam ein Gelehrter zu einem, der war bekannt gewesen, war ein Asket, die Leute haben ihn gemocht. Und er ging in einen Laden, um was zu kaufen. Und dann meinte der Verkäufer so, okay, weil du es bist, kriegst du ein bisschen weniger. Meinte, Hause, bitte, ich kaufe doch nicht mit meiner Religiosität was ein. Ich bezahle den vollen Preis. Was ist das, bitteschön? Ich kaufe doch nicht mit meiner Religiosität, nur weil ich religiös bin, heißt doch nicht, oder in deinen Augen fromm bin, heißt doch nicht, dass ich deswegen Rabatt bekomme. Religionsrabatt, ja? Was ist das? Ja, aber es gibt Leute, die wollen das, ja, die streben danach die Dunya an. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hätte die Dunya bekommen können, aber er hat sie abgelehnt. Würden sie die Sonne in meine Rechte legen und den Mond in meine Linke, dass ich das unterlasse, davon ablasse, würde ich das nicht tun. Ich will keine Dunya. Sie haben ihm alles angeboten, er wollte es nicht. Selbst als er in Medina schon der Vorsteher gewesen war und alles besaß, und Umar ibn Khattab dann in sein Zimmer kam, es war kein Haus gewesen, es war ein Zimmer gewesen, fing an zu weinen. Er fing an zu weinen. Er sagt, du bist der Gesandte Allahs, du könntest die gesamte Dunya haben, wenn du wolltest. Sie liegt dir zu Füßen und du hast gerade mal eine Matte, die auf dem Boden ist, auf der du liegst. Nicht einmal ein richtiges Bett hatte er gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt ganz wichtig, die Grundlage für alles. Und sei geduldig gegenüber deinem Herrn. Das ist die Grundlage für alles. Ohne Geduld geht gar nichts. Dieser Weg ist steinig. Und wer glaubt, dass er diesen Weg gehen kann, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala... Kannst du mal... Ist wieder an? Guck mal bitte. Ja. Okay. Und wer glaubt, dass er diesen Weg gehen kann, ohne dass Allah ihn dabei prüfen wird, der hat diesen Weg nicht verstanden. Und der hat das Wesen dieses Weges nicht verstanden. Allah muss dich prüfen. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Glauben etwa die Menschen, dass sie gelassen werden zu sagen, wir glauben, ohne durch Versuchungen geprüft zu werden. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Und wir haben schon jene geprüft, die vor ihnen waren. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Auf dass Allah jene kennt, welche wahrhaftig waren und jene, welche gelogen haben. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und unter den Menschen gibt es welche Allah an einer Kante anbeten. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يَطْمَأَنَّ بِهِ. Wenn ihm Gutes zustößt, dann ist er beruhigt. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Aber wenn ihn eine Fitna, wenn ihn eine Versuchung trifft, was ist dann? انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, fällt er auf sein Gesicht, er fällt auf die Nase. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, die Dunya und das Jenseits verloren. Und das ist der offenkundige Verlust. Möge Allah uns davor bewahren, Herr Rabbil Alamin. وَلِن رَبِّكَ فَصْبِرْ. Die letzte Wasiyya. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَعْطَاءً خَيْرًا لَهُ وَأَوْسَعًا مِنَ الصَّبْرِ. Keiner bekommt von Allah eine Gnade, eine A'ta, wie kann man A'ta noch übersetzen? Eine A'ta, eine Gabe, ja? Die besser für ihn wäre und umfassender wäre als was? Als die Geduld. Weil Geduld brauchst du überall. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, wir kommen auch langsam zum Ende, wie ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns den Ausweg aus dem Verlust,
in einer Sura, die aus drei Versen besteht. Welche Sura ist das? Sura al-Asr. Wal Asr. Bei der Zeit, beim Nachmittag, beim Zeitalter des Propheten, alles sind unterschiedliche Interpretationen. Innal insana lafi khusr. Der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust. Drin, richtig drin. Illa alladhina amanu, außer jenen, die glauben. Wa amilu salihat, und rechtschaffene Taten vollziehen. Und jetzt ist ganz wichtig, wa tawasaw bil haqqi, und sich immer wieder gegenseitig zur Wahrheit ermahnen. Und jetzt ganz wichtig, das Letzte, die Grundlage für alles, wa tawasaw bis sabr, und sich gegenseitig eindringlich zur Geduld ermahnen. Geduld ist die Grundlage. Und deswegen schließt Allah Ta'ala diese zweite Offenbarung für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit was ab? Mit وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, und gegenüber deinem Herrn verharre in Geduld. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Geduldigen gehören lassen. Und jetzt kam die Offenbarung. Und sie unterbrach jetzt nicht mehr. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt verstanden, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. In wenigen Sätzen. Kurz. Ganz kurz. 6 Verse sind das, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verse. 7 Verse. Die die gesamte Botschaft für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Aufgabe zusammenfassen. Was er zu tun hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erwartet nicht lang. So, er nimmt die Worte Allah ernst. Allahs ernst. Er verinnerlicht sie, steht auf und fängt an, die Menschen zu dieser Botschaft, von der er noch relativ wenig weiß, zu diesem Zeitpunkt. Was weiß er denn? Er kennt Iqra und er kennt was? Ja, Ayyuhal Mudaththir. Subhanallah. Ja, wenige Verse. Aber er hat die Botschaft verstanden und verinnerlicht. Doch keine konkreten Gebote, außer, dass man Allah verherrlichen soll und dass man Geduld haben soll, dass man sich läutern soll. Die Grundlagen. Und er legt los. Ich muss also kein großer Gelehrter sein, um Menschen für die Sache Allahs zu begeistern. Oder? Muss ich? Ich muss nicht. Manchmal sind das, ich merke das manchmal, subhanallah, es gibt so einige Leute, ich wundere mich über sie. Ganz einfache Brüder, Schwestern, aber die schaffen das irgendwie, einen nach dem anderen zum Islam einzuladen. Ne? Ja, wie so am Laufband so. Ja, und dann mein Freund hier in der Schule, ich so, Allahu Akbar. Der hat so ein bisschen so, die haben so ein gewisses Etwas. Die haben das verinnerlicht, die haben diese Liebe. Diese Eifer. Und die schaffen das wirklich, die Menschen zu überzeugen, obwohl sie gar nicht viel wissen. Ich habe das insbesondere auch erlebt, als ich damals vor über 15 Jahren war das gewesen, ja, mit den Leuten von Jama'at al-Tabligh al-Da'wah. Jama'at al-Tabligh al-Da'wah sind die Brüder, ja, die immer rausgehen und die Leute einladen. Manchmal ganz einfache Leute dabei gewesen, aber subhanallah, du hast gesehen, so viele von denen sind sehr, sehr aufrichtig gewesen und die haben es geschafft, einfach die Leute mit wenig Worten, aber mit viel Überzeugung und mit viel Ausstrahlungskraft und mit einfach auch wirklich mit Zeit, die sie investiert haben für diese Sache, für diesen Weg zu begeistern. Und dementsprechend sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, balliru anni walau aya, übermittelt von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Aber, ganz wichtig, was ich niemals tun darf, nur weil ich sage, ich fange jetzt an, über den Islam zu reden und die Menschen davon zu überzeugen und zu begeistern, heißt es noch lange nicht, dass ich dann irgendwelche Vertrauer gebe oder anfange, über Dinge zu sprechen, von denen ich keine Ahnung habe. Sondern ich bleibe immer da stehen, wo ich stehen bleiben muss. Wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Ist nicht weiterhin schlimm. Aber wichtig ist erst einmal, dass ich etwas tue. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in die Fußstapfen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam treten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Worte verinnerlichen lassen. O Allah, gib uns dieses Bewusstsein, dass wir auf deinem Weg etwas tun müssen. O Allah, lass uns aufwachen aus unserem Schlaf. O Allah, gib uns die Kraft, dass wir etwas für unsere Gemeinschaft tun, dass wir etwas für unsere Mitmenschen tun, dass wir etwas für unseren Glauben tun. O Allah, mach uns zu aufrichtigen Duat auf deinem Weg. O Allah, nutze uns
Mach uns zu einem Instrument, zu einem Werkzeug für deinen Glauben und tausche uns nicht aus durch andere Leute, indem wir uns abwenden. O Allah, lass uns zu jenen gehören, welche sich immer wieder äußerlich sowie innerlich reinigen. O Allah, reinige unsere Charaktereigenschaften. O Allah, läutere unsere Charaktereigenschaften. O Allah, gib uns einen aufrichtigen Charakter, so dass die Menschen dadurch erreicht werden und dass die Menschen erkennen, wer ein wahrer Muslim ist. O Allah, nimm jegliche Form von Götzendienst und Liebe zu den Götzen des diesseitigen Lebens aus unseren Herzen. O Allah, lass uns den wahrhaftigen Tauhid in unserem Herzen verinnerlichen und lass uns zu wahren Gottergebenen werden. O Allah, wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst, dich immer zu verherrlichen, so wie du es von uns verlangt hast. O Allah, lass, dass du immer im Mittelpunkt unseres Lebens stehst. O Allah, gib uns Geduld in all unseren Angelegenheiten und gib uns Aufrichtigkeit in dem, was wir tun und vergib uns all unsere Sünden. Amin, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Und insha'Allah ta'ala könnt ihr gerne jetzt Fragen stellen oder Anmerkungen machen, wenn ihr das möchtet.